Und damit heiße ich euch willkommen zurück bei Let's Play Sanity's Requiem. Ja, der letzte Part hieß Wandbilder und gute Funde und das fasst die Folge gut zusammen. Wir sind durch die goldenen Gegenstände, durch die Halskette und den Armreif sind wir weiter im Tempel gekommen. Wir haben insgesamt 4 Wandbilder gesehen, die von Mantelrock erzählen und haben eine Rune, ein Kodex und einen Zauber gefunden, und zwar den Trapper-Beschwör-Zauber. Leider sind wir gegen die Monster einmal gestorben. Habe ich schon eine Videobeschreibung geschrieben, eigentlich unnötig, warum sage ich gleich. Und ansonsten war der Widerstand der Monster sehr hart, aber nicht unüberwindbar. So, ich hoffe, dass der Part jetzt funktioniert. Das nehme ich jetzt schon wieder das dritte Mal zum Versuch des Aufnehmens. Weil vorher der Part meinte, zweimal abzuschmieren. Wieso sind wir unnötig gestorben beim letzten Part? Wir hatten es ja mit 2 Uliath-Zombies und einem Uliath-Grauen zu tun. Und ich zeige das mal kurz. Man sieht jetzt oben nichts ausgerüstet. Wenn wir nichts ausrüsten, greift Edwin mit der Faust an. Und genau das ist passiert. Edwin hatte keine Waffen. Das habe ich im Part nicht gesehen. Deswegen haben die Zombies so lange durchgehalten. Ich teile mich einmal, weil beim letzten Mal, wie gesagt, der Tod war an sich unnötig und wir sind halt leider, mussten wir uns ja aufteilen. Wir müssen ja jetzt nach oben zu dem Block, wo der kleine Hund durchpasst, um zu sehen, ob da ein Trapper durchpasst, was ich glaube. Und leider bin ich wieder in eine Falle reingelaufen. So eine Scheiße. Ich wollte den Fall eigentlich ausweichen. Ja gut, hier laufe ich jetzt durch. Leider haben wir jetzt schon wieder Leben verloren. Ziemlich viel. Mal heilen. Durch die Giftfalle. Habe ich nicht aufgepasst. So, hier ist jetzt schon der Raum mit dem brennenden Gesicht. Das bedeutet, wir sind gleich bei der Treppe nach oben. Jetzt vorsichtiger sein, nicht gleich nochmal sowas wie gerade eben. Ja gut, die Falle habe ich jetzt auch ausgelöst, die war aber hinter uns, das war nicht so schlimm. Die Falle konnte man gar nicht auslösen. Und da geht es jetzt wieder zurück. Wir hatten auch noch eine Halluzination beim letzten Mal. Zum Beispiel ist Edwin einmal größer geworden, dann konnten wir nicht mehr durch den Ausgang zurück. Ein anderes Mal hatten wir Zombies, die einfach verschwunden sind. Er zitiert auch wieder, also reimplementiert sich selbst, die wir dann auch nicht finishen konnten. Die sind einfach beim ersten Schlag verschwunden. Also ja, wir hatten wieder ein paar Halluzinationen beim letzten Mal. Jetzt gucken wir mal. Hier renne ich mal. Wir kennen ja den Weg schon. Hier lebt ja auch nichts mehr. Wir haben alles getötet. Nur auf die Fallen muss man halt aufpassen. So, jetzt hier kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, wir müssen nach oben. Beziehungsweise, das wäre dann theoretisch der Weg nach unten, weil wir sehen ja, es ist auch spiegelverkehrt. Denke ich. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir müssen nach oben. Für das Loch, wo der kleine Hund durchpasst. Das heißt, nach hier. So, schön möglichst wenig Fallen auslösen. Am besten wären gar keine, was aber schon wieder ich nicht schaffe. Ach ja, Milch und die Fallen. Das ist wirklich so eine Hassbügel. So, hier war ja nichts mehr. Wir wollen eben nur gucken wegen dem Loch. Ich behaupte, es ist der Gang. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war der Gang. Hier können wir wieder eine Falle. Hier müssen wir eine Falle auslösen. Genau, hier ist das Loch, wo der kleine Hund durchpasst. Okay, dann wollen wir einen Trapper beschwören. Die Ausrichtung ist, glaube ich, egal. Bin mir jetzt nicht sicher, ich nehme jetzt einfach einen Saturga-Trapper. So, da ist unser Trapper. Wir selber sind von einem Schutzschild geschützt. Nachdem der Trapper beschworen wurde, drücke die A, um einen Feind zu fangen, wenn er ausgewählt ist.
mit dem ganz normalen, man kann ganz normal steuern. Treiber können keine Türen öffnen, keine Items aufnehmen. Und ja, man sollte wissen, ihr seht es gerade, wir verlieren ständig Verstand, das wollen wir den Treiber kontrollieren. Probieren wir mal da durchzukommen. Ja, es geht, wunderbar. Und zwei Grauen hier. Wir können uns als Treiber greifen uns natürlich nicht an, aber trotzdem zwei Grauen. Was haben wir denn hier drüben? Hier ist ein Spinnennetz, das können wir natürlich nicht als Treiber benutzen, aber vielleicht diese Bodenplatte hier. Der Trapper versteht eine Platte, eine kreisrunde Platte mit einem linearen Runen-Design, das eingraffiert ist. Ich glaube, es ist die Mantel, oder? Hör mal drauf. Es leuchtet auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall was bewirkt. Jaha, da ist ein Geheimgang aufgegangen mit einer Rune. Okay, jetzt würde ich gerne einen der Grauen verschwinden lassen. Ich das hinkriege. Ich gern irgendwie beide am Arsch. Das sieht so aus, als würde man die gar nicht wirklich erreichen können. Mal die anvisieren. Man kann die gar nicht anvisieren, okay. Dann fort für uns normal, dadurch stirbt er Treppe und hier sind wir wieder in Eck uns haut. Wisst ihr was? Da ist jetzt zwei. Da jetzt hier zwei. Grauen waren, Alter, was ist das denn jetzt? This isn't really happening. Oh, PC, mach sowas nicht. Eine neue haben. Das war gar nicht schön. Was ich sagen wollte, ist, da das jetzt zwei Grauen sind, probiert mal die Shotgun aus. Die hat mir nämlich ja noch nie im Brief gekauft. Und ich heile mich voll. Einfach weil. Ja. Ruf wieder mal um Hilfe. Einfach weil ich nicht glaube, dass wir sonst reichen können. Dass wir erstmal die Rune haben hier. Da steckt mein Geheimgang, wartet eine Rune. Ihre Energie korrodiert die Luft um sie herum. Oh, interessant. Sieht aus wie die Mentor-Computer. Und da kommt das erste Graune rausgestolpert. Das dachte ich mir schon. Mal sehen, wie die Shotgun schmeckt. Ausweichen, um es. Nein, das war der Arm. Ich wollte den Arm gar nicht anvisieren. Sondern den Kopf. Okay, die Shotgun ist sehr mächtig. Das waren jetzt 6 Schüsse und das Graue ist rot. Dann das gleich mal erledigen. Dann haben wir wieder ein bisschen Verstand zurück und nachladen. Ich bleibe mal auf der Shotgun im Moment. Ja, nachladen. Achso, mit B. Ich habe gerade R gedrückt. Mein Fehler. Ich bleib mal auf der Shotgun, weil es war ja noch ein Grauen da. Einfach mir auch nochmal. Weil ich glaube halt, wir konnten die Grauen mit den Kukris gar nicht erreichen. Das sah relativ wie eine Einbahnstraße aus. Jetzt schauen wir mal, das ist doch die Mentor-Rune. Der hat noch keinen Codex, aber. Es kann im Grunde eine Mentor-Krone sein, weil sie ist hier im Zellertop-Ulia von Chaturga. Mentor ist übrigens die mächtigste Rune. Das zeige ich dann, weil wir den Codex haben, inwiefern die mächtigste Rune ist. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Genau, da liegt nämlich noch ein drauf. Dein Kollege hat gerade deshalb eine ganz böse Erinnerung und du machst keine Ausnahme. Ja, da ist er tot. Wir haben noch 2 Schuss übrig. Einen Schuss werden wir nehmen, um ihn zu erschießen. Um ihn zu finishen. Wenn wir ihn finishen können, ja. Und dann können wir jetzt nachladen. Die Shotgun gefällt mir ja sehr gut. Okay. Dann jetzt die Fackel zur Hand. Nicht den Pinsel, ich wollte die Fackel. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. Ja, das zweite Grauen hat jetzt irgendwie gar nichts gemacht. Ich glaube, es hat uns nicht getroffen. Ja, genau. Hier sieht man es schön. Wir kämen da gar nicht durch. Wir wären da gar nicht durchgekommen. Man muss jetzt das was damit gehen. Aber die ist sehr, sehr gut. Die hat mir sehr gefallen gerade. Jetzt schauen wir mal. Wir haben hier immer noch
ein Block. Okay, wenn sich Lindsay draufsteht, passiert nichts. Und wer mit dem Spin geht. Da konnte der Treffer natürlich nichts mit machen, aber wir mit dem Pinsel schon. Ein neuer Kodex. Und zwar der Kodex, die gerade eben erhaltene Rune. Versteckt hinter den Spinnweg liegt eine Steintafel, was eingraviert hat. Mantelrock. Ja, sag ich doch, die Mantelrock-Rune ist das. Halt, ich will nochmal sicher gehen. Yes, die Mantelrock-Rune. Und jetzt zeige ich euch, wo die am mächtigsten ist. Wir wissen ja, normalerweise ist es ja ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Rot schlägt grün, grün schlägt blau, blau schlägt rot. Und Mantelrock stand ja außerhalb. Und ich zeige euch jetzt, was damit gemeint ist. Spellliste. Ich nehme jetzt den Recover-Spell und ich lege ihn jetzt mit der Mantelrock-Ausrichtung da, wo bisher das normale Heilen war. Also auf Y. Normales Heilen, hier gehe ich auch wieder ins normale Ding. Normales Heilen heißt ja nur, dass es ein Element heilt. Also entweder Verstand oder Gesundheit oder Mana. Wenn man jetzt aber mit der Mantelrock-Rune heilt, ihr seht es schon, es heilt alles. Weil Leben ist jetzt voll, Verstand ist deutlich mehr und Mana ist zwar deutlich zurückgegangen, weil wir halt Mana verbraucht haben. Mantelrock heilt alles. Und genauso ist es zum Beispiel, wenn man eine Waffe verzaubert, da ist man dann gut gegen alles. Die Mantelrock-Rune ist die. Ich hatte die noch nie in Benutzung, weil ich ja blind spiele. Ich weiß aber, weil ich es gelesen habe, dass die verdammt mächtig ist. Okay, dann müssen wir jetzt wieder nach unten. Da ging es ja weiter, da war ja so grüner Schleim an der Wände. Heißt, ich gehe den Weg zurück. Ah, hier ist der Wächter. Ah, ich glaube, wir sind gerade den falschen Weg gelaufen. Weil beim Wächter kam es vorher nicht raus. Ich habe mich nämlich voll gebunden. Der haben wir das Gift jetzt immer noch, ne? Oh, scheiß Gift. Ja gut, aber wir haben jetzt einfach das Rune, wir haben das alle halt. Nicht so schlimm. Ich würde nur hier schnell durchkommen, gerne. Das Gift bleibt gar nicht dauerhaft. Das Gift bleibt gar nicht dauerhaft. Gut zu wissen, das haben wir jetzt gerade erst gesehen. Wussten wir vorher nicht. Genau, hier wollte ich lang. Hier wollte ich lang und jetzt wieder zurück. Wir müssen jetzt wieder nach unten. Ja, Leben ist noch okay. Heißt natürlich, wir werden jetzt im Spiel weniger Halluzinationen haben, weil Mantelrock halt beides halt. Ich finde übrigens die Stimme bei Mantelrock sehr cool, dieses Flüstern. Hier vorsichtig sein, nicht so sehr auf die Fallen treten, genau, und hier ist die Statue, mit der wir wieder nach unten kommen. Es lagen ja unten noch Gegner rum, ich nehme an, dass wir jetzt auf dem zweiten Weg nach unten wieder Gegner haben werden, aber was soll's, ich muss sagen, ich freue mich über die Mantelrock und ich freue mich da jetzt wirklich drüber, weil das ist einfach ziemlich geil, dass die halt alles heilt. Oder halt, wenn man eine Waffe verzaubert, dass die Waffe dann gegen alles gut ist. Man kann die Mantelrock-Spruch nicht bei allem verwenden. Ein Trapper zum Beispiel kommt immer nur als Schaturga oder Uliak oder Xylophob-Trapper, es gibt keinen Mantelrock-Trapper. Also man kann es nicht bei allen verwenden, aber völlig egal, bei den meisten Sachen halt schon. So, bei der Shotgun haben wir dann noch 21 Schuss. Jetzt im Magazin und 7 in der Waffe selber. Die war ja relativ mächtig, die Shotgun. Wir haben auch noch knapp die Hälfte der Zeit. Ach Mist, hier wollte ich jetzt durchlaufen, war eine blöde Idee. Nein, nochmal alles. Aber es ist so geil, es ist so geil, alles zu heilen. Jetzt haben wir wieder vollen Verstand. Ja, fast voll. Es ist so geil, alles zu heilen, ich kann es nämlich gar nicht sagen. Wir werden natürlich trotzdem versuchen, möglichst viele Halluzinationen mitzunehmen. Das heißt, wir werden es immer nur heilen, wenn wir es unbedingt müssen. Aber ich werde es jetzt auch nicht mitzulassen. Außer ihr schreibt in die Kommentare, von wegen es wäre zu overpowered, dann nehmen wir das normale Heilen rein. Ansonsten würde ich das gerne auf den Twitch lassen.
So, die Trinity kennen wir ja alle schon. Böses Messer hier. Mag ich nicht. Ausgewichen. Im zweiten auf. Sehr schön. Warum hier die Falle noch aktiv ist, frage ich mich also schon. Ja, okay, die Falle haben wir da ausgelöst. Aber warum die Falle gerade immer aktiv war, frage ich mich schon, weil die ist ja kein Viech. Und wir waren auch schon ein paar Minuten nicht mehr im Raum. Mist. Okay, das war jetzt wieder mein Fehler. Aua, eigentlich hätte er uns gar nicht treffen dürfen. Der hat uns zum Haaresfall nicht getroffen. Ja, ich bin schon wieder zu unaufmerksam hier. Aber es geht noch vom Leben. So, es gab hier noch Zelda und Zombies waren im nächsten Raum, glaube ich. Die Wandbilder hier sollten wir nicht mehr an, die hatten wir schon. Ich bin gespannt, was hinter dem grünen Gang mit dem grünen Schleim ist. Ich habe am letzten Part die Vermutung geäußert, dass wir da auf den Mantelrock treffen. Aber das war nur eine Vermutung. Das sicher weiß ich nicht. Ich hoffe auch, dass das Chapter mit Edwin bald durch ist, weil wir sind ja jetzt schon eine Weile bei diesem Chapter. Aber da können wir der Fall nicht ausbrechen. Wir sind ja jetzt schon eine Weile mit diesem Chapter beschäftigt. Oh, ich bin doch durchgelaufen. Ernsthaft, diese Falle. Oh, eilt. Jetzt haben wir das Band definitiv voll und heilen ist auf 2/4. Ah, hier ist jetzt der Baum. Hier ist das wohl noch die Zeltoch-Zombies rumlagen. Ah, die liegen aber immer noch oben. Okay. Anscheinend keine Angriffe mehr. Stört mich jetzt auch nicht weiter. Mich wundert es ein bisschen, aber stören tut es mich nicht. Hier können wir schon wieder der Falle nicht ausweichen. Doch bestimmtes Gift, ne? Nein. Ist nicht. Das waren nur die versteckten. Ah, diesmal kamen wir durch. Und diese versteckten Blastorb-Pfeile. Hier wurden wir leider wieder von uns erwischt. Boah, diese Fallen. Ernsthaft. Fallen Rage. Die können wir wieder nicht ausweichen. Aber wir sind ja. Wir müssen jetzt im letzten Raum sein, in dem, wo es dann weitergeht. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Hier war der Raum, wo wir den Trapper-Spruch gefunden haben. Ich heile mich jetzt nochmal und da wir uns jetzt nicht mit allem heilen müssen, heile ich jetzt nur mit Chaturga. Weil wir müssen ja gerade nicht alles heilen. So, und jetzt gehen wir weiter in ein unbekanntes Gebiet. Hier ist jetzt dieser grüne Schleim. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, knapp 12 Minuten. Vielleicht können wir das Chapter heute abschließen. Aha! Hallo Mantle Rock! Wieso überrascht mich das nicht? Und hier sind jetzt... Ach, er wächst, ha? Weil hier sind jetzt schon die Auswüchse auf dem Boden und der Schleim halt. Entweder Mantle Rock wird immer schwächer, er ist ja gefangen immer noch, oder er wächst. Ich frage mich auch, wo Pius ist. Pius wollte ja an seine Essenz, die haben wir aber jetzt im ganzen Tempo bis auf den Anfang nicht gesehen. Hey Mantle Rock, wir haben deine Rune übrigens. Brauchst du nicht mehr, oder? Ein Video. The power of Mantle Rock is not easily controlled. Hallo Pius. What makes you think I want to control it? Arrogant man. Kill him. Make sure you succeed this time. The darkness shall prevail.
Okay, sehr interessant. Ja, Pyros war gerade eben da, meinte, Madrox Kraft kann nicht so leicht kontrolliert werden, wollte uns töten mit Wild Verfolger Guardians, aber die Statue hier vor Mantarok hat einen Strahl gemacht und beide Wächter gekillt und Pyros sehr stark geschwächt. Er musste sich zurückziehen, er war erstmal unfähig, hat auch gesagt, Junker, er wird zurückkehren. Sehr interessant, scheinbar ist Mantarok wirklich. Wir haben ja im letzten Part die Wandbilder gesehen. Mantarok scheint wirklich kein Feind zu sein. Der einzige Alte, der wohl kein Feind ist. Und was haben wir denn hier? Der Leichengott Mantarok entzieht sich jeglicher menschlicher Beschreibung. Massiv, amorph würde ich beschreiben mit monströs, vielleicht. Aber diese Wörter umfassen nur grob die Natur des Biestes, nicht die Spezies. Deine Form ohne Design oder wahrer Definition starrt auf Lindsay oder fühlt Lindsays Nähe, erwacht von seiner Anwesenheit. Mit jedem Atemzug kriegt die Kreatur mehr Münder und mehr Augen. Also sie kann mehr sehen und mehr atmen. Und es hört sich an wie ein Todesröcheln. Wie ein schmerzhaftes Todesröcheln, ja, das stimmt. Aber danke, Mantarok, danke fürs Helfen. Weil Ellie hatte uns ja nicht angegriffen. Er hatte uns ja auch jetzt das Tor geöffnet, wo Ellie ja letztendlich vom Pyros vernichtet wurde. Ja, auch Edwin greift er nicht an. Er tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Ich meine, es ist immer noch ein großer Alter, es ist immer noch ein monströses Wesen, was der Menschheit eigentlich nicht unbedingt liebevoll gegenübersteht. Aber er tut mir ein bisschen leid, weil er ist hier gefangen, er kann nichts machen. Wir wissen, der Mantarok hat auch nur... Ah, hier sind die Statuen immer noch. Nein, aber hier waren mal Statuen. Da stehen die Beine. Die Statuen haben wir erst gesehen damals. Er ist halt irgendwie, keine Ahnung. Er ist gefangen, er hat nur ganz schwache Diener. Und er ist halt nicht direkt ein Feind. Also nicht so wie die anderen Alten. Die anderen Alten waren ja komplett ein Feind. Guck mal kurz hier. Ob hier vielleicht noch die Statue steht. Ja, hier steht die Statue noch. Aber Edwin sagt nichts dazu. Und auch hier verlieren wir keinerlei Verstand. Bei Ellie habe ich ja wirklich vermutlich geäußert, dass wir keinen Verstand verlieren, weil halt Ellie ja eine Khmer ist und an ihn glaubt. Aber Edwin glaubt nicht an ihn. Ich glaube, wir verlieren keinen Verstand, weil er uns nicht feindlich ist. Sonst hätte er uns nämlich gerade nicht geholfen. Und wir wissen, die Wächter waren schwer zu killen. Beide auf einmal hätten uns garantiert umbringen können. Weil die waren einzeln sehr, sehr schwer zu töten. Und ich glaube, wir werden gleich Ellie begegnen, weil, wie gesagt, es ist dieselbe Tür, durch die Ellie gegangen ist als letztes, bevor sie dann dem Horror des Vergessens anheimfiel. Wie gesagt, wir haben nie Beweis gesehen, dass sie tot ist. Ein weiteres Video. Oh, fuck. Das sieht mir doch nach Ellie aus. Nur... Ja. I have waited many centuries for you. It was not easy hiding from the Dark Ones as they searched for me. At first they passed by, not thinking that the heart was inside my dead body. But I was forced to find refuge here. You must seal the heart so it never contacts your flesh and take it to the Gathering of Light. Take the heart there, or the world shall fall under a reign of eternal darkness. The veil of reality can only be pulled back so far, mortal. Take your stand and fight the darkness! Thank you.
Chapter complete. Oh, ein geiles Video. Also, Elia ist tot. Das war ihr Geist in ihrem toten Körper. Sie hat Mantaroks Herz behalten. Und Edwin hat es auch überlebt. Okay, noch ein Video. Ich warte noch mal kurz. Wieder nur eine Rotation. Also, Elia ist tot. Sie hat das Herz bewahrt für Mantarok. Von Mantarok. Kaios hat es nicht gefunden gehabt, scheinbar, nachdem er sie gekillt hat. Und hat sie Edwin gegeben, weil Edwin es bringen sollte zum Gathering of Light, zum Tor des Lichtes, was das Rivers Anwesen darstellt. Und Edwin ist nicht gestorben. Edwin ist der erste von unseren Charakteren, die nicht gestorben sind. Er hat es dann an Edward weitergegeben und es ist jetzt hier, das Herz, hinter einem Buch, das wir wohl, wir müssen das wohl als erstes nächstes finden jetzt. Sehr interessantes Video. Wir haben auch noch 4 Minuten. Ich glaube, das Herz hole ich mir schnell, weil wir sind hier sowieso im Studierzimmer. Wir wissen, daneben ist gleich die Bibliothek. Sieht eigentlich verstandmäßig aus. Ja, im unteren Drittel. Mit Alex gab es ja bisher, also jetzt sind wir natürlich wieder auf der Suche nach der nächsten Chapter-Page. Mit Alex gab es bisher ja hier keine Gegner im Anwesen. Nur Halluzinationen, aber keine Gegner. So, hier sind wir in der Bibliothek. Es war hinter dem Khmer-Buch. Ist da gerade eine Zeitung durchs Bild geflogen? Habe ich das richtig gesehen? Ja, da ist sie zurückgeflogen. Ach, neue Halu, wa? Die Halu hatten wir noch nicht. So, hier ist das Khmer-Buch. The Demon of the Khmer. Mit Mantarok. Und auch hier von Edwin B. Lindsay geschrieben. Also er hatte nach einem Buch geschrieben sogar. Eigentlich ja ziemlich auffällig, aber gut. Alex entdeckt ein Novelbuch, geschrieben von Dr. Edwin Lindsay. Amongst the Books on the Shelf. Also ich glaube, er hat ja über seine Erlebnisse geschrieben im Tempel. Das ist der Ort, wo das Tome of Eternal Darkness gezeigt hat, dass was versteckt ist hinter dem Buch. Ja, wir wollen es natürlich nehmen. Mantaroks Herz ist immer noch hier. Als das Buch zur Seite gegangen ist, also als wir das Buch zur Seite geschoben haben, ist ein Geheimfach geöffnet worden. In ihm ist das Herz von Mantarok. Beschützt in einem Glas, um die Welt vor seiner korrosiven Energie zu beschützen. Ja, Elia hat auch gerade gesagt, man darf es mit dem Fleisch nicht in Berührung bringen, sonst geht es einem genauso wie ihr. Soll Alex das Herz nehmen, aber sofort. Das Herz vom Mantarok. Pius sucht es ja, vielleicht musste deswegen Edward sterben, wir können es auch usen. Mantaroks Herz pulsiert mit unheiligem Leben. Durch den Toten Gott selbst, oder durch die Präsenz des Toten Gottes selbst, ist es überall und die Power in ihm, also seine Power schlägt in dem Artefakt. Ich hoffe, wir werden nicht wahnsinnig über die Essenz haben. Das könnte ja passieren. Wegen der neuen Chapter Page habe ich auch schon eine Idee, und zwar das Buntglasfenster oben, weil wir haben jetzt einen Wandspruchbruch. Da ist wieder die Zelle durchgeflogen. Einen Zauber zum Bandbrechen. Aber ich glaube, das machen wir erst beim nächsten Part, weil wir haben jetzt nur noch 1 Minute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, geiles Chapter von Edwin. Hat mir sehr, sehr getaugt. Und dass wir jetzt Mantaroks Herz hier haben, ist natürlich ziemlich geil. Und genau, beim nächsten Mal schauen wir mal, ob das mit dem Fenster stimmt. Wenn das nicht stimmt, weil die hatte ja eine Seite. Ich glaube, es ist eine Chapter-Page. Wenn das nicht stimmt, müssen wir halt weitersuchen. Ernsthaft, ne? Dieses blöde Zeitungspapier hier. Okay, wir sehen uns ja dann heute noch zur zweiten Folge. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.